Vom Atlantik bis weit ins Landesinnere hinein ist dieser Baum das Gold der Aquitaine. Die Seekiefer wächst auf einem mehr als 1 Million Hektar großen Gebiet, den sogenannten Landes de Gascogne. Das Waldgebiet gehört zu einem der größten Europas. Doch nichts daran ist natürlich. Es entstand im Rahmen einer groß angelegten Aufforstung im 19. Jahrhundert, die das sandige Sumpfgebiet urbar machen sollte. Napoleon III. Gab das Großprojekt von Paris aus in Auftrag. Doch die Region hat ein zwiespältiges Verhältnis zu ihrem wichtigsten Baum. Er sorgt zwar bis heute für wirtschaftlichen Wohlstand, doch verschwand durch ihn auch eine ganze Gesellschaft von Schäfern. Eine Tradition, die einige Anwohner heute wiederbeleben wollen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es hier nicht viel mehr als eine Heidelandschaft, auf der vereinzelt Wildpflanzen wachsen. Der Dichter Théophile Gautier beschreibt sie als französische Sahara mit weißem Sand bestreut, aus der trockenes Gras und Pfützen grünen Wassers aufblitzen. Heute gibt es hier nur noch wenige Schäfer. Um größere Distanzen durch die Sümpfe zu bewältigen, bewegen sie sich auf Stelzen fort. Die Heidelandschaft hatte etwas von einer riesigen Wüste. Sie wurde Grande Lande genannt und mit Kamtschatka und der Tatarei verglichen. Es entstanden viele exotische Metaphern, weil man nicht wusste, wie man diese Landschaft einordnen sollte. Sie war viel komplexer als eine simple Sandwüste. Viele fragten sich, was diese afrikanische Steppe, diese Sahara, mitten in Frankreich zu suchen hatte. Das Gebiet musste erschlossen werden. Und ab Ende des 18. Jahrhunderts sind viele Gesellschaften zu dessen Kultivierung entstanden. Doch viele haben die Beschaffenheit des Bodens nicht verstanden. Der Sandboden ist sehr karg. Das unberührte Stück Land weckt Begehrlichkeiten bei Industriellen. Man versucht Reis, Tabak und Baumwolle anzupflanzen. Und 1827 gibt es sogar eine Dromedarzucht, leider erfolglos. Die Dünen, die Wind und Meer vor sich herschieben, bedrohen jede Form von Anbau. Im Untergrund verhindert eine undurchlässige Schicht, dass Regenwasser versickert. Und das verwandelt die Oberfläche saisonal mal in einen Sumpf, mal in eine dürre Steppe. Die Seekiefer, die hier schon vereinzelt wächst, ist die einzige Pflanze, die dank ihrer Wurzeln diese Barriere überwindet und für die Nutzung der Fläche geeignet ist. Die Seekiefer hat den Vorteil, sehr schnell zu wachsen und ist deshalb sehr ertragreich. Spätestens seit Ende des Mittelalters wusste man, dass man diesen Landstrich so am besten wirtschaftlich nutzen konnte. Die Kiefer ist sehr lichthungrig und eignet sich am besten für die Bepflanzung einer so kargen Fläche. Für sandige Böden war sie am besten geeignet und außerdem rentabel. Sie hat viel Harz und Pech geliefert und hatte natürlich eine bessere Holzqualität als die Eichen, die hier nicht gut wuchsen. Napoleon III. Ist fest überzeugt, dass die Kiefer die Region reich machen wird und erlässt am 19. Juni 1857 das Gesetz zur Sanierung und Bepflanzung der Landes de Gascogne. Die Gemeinden und Großgrundbesitzer müssen in großem Stil pflanzen und die lokal ansässige Gesellschaft der Schäfer auf Stelzen ist bedroht. Sie sind auf Stelzen gelaufen und haben Tierfelle getragen. Die Einheimischen galten als Wilde, die nicht in der Lage waren, ihr Land zu bestellen. Deshalb musste man behördlich einschreiten. Das ist nichts anderes als eine Kolonisierung. Unter dem Vorwand der öffentlichen Hygiene hatte die Maßnahme von Napoleon III. Etwas sehr Autoritäres. Er hat die Kultur der Landes für nichtig erklärt und so getan, als hätte er der Region von heute auf morgen Aufklärung, Fortschritt, Zivilisation und Wohlstand gebracht. Mitten in dem zukünftigen Waldgebiet kauft Napoleon III., der als Wiedererbauer der Landes gilt, 7000 Hektar Land aus Privatmitteln. Das kaiserliche Anwesen Solferino, benannt nach der Schlacht, die er gerade in Italien gewonnen hat, entsteht 1863.
Der Ort Solferino ist eine Miniaturversion der progressiven Philosophie Napoleons III. Die industrielle Revolution in Großbritannien hat ihn sehr inspiriert. Außerdem wollte er der Landbevölkerung Gutes tun und hat landwirtschaftliche Güter geschaffen. Ihm schwebte ein Gemeinwesen mit Gemeinschaftseinrichtungen vor. Und diese Häuser waren ziemlich gut ausgestattet. Die traditionellen lokalen Häuser mit Stampflehmböden und karger Ausstattung waren nicht zu vergleichen mit diesen mehrgeschossigen Häusern. Obergeschosse gab es vorher nicht. Jetzt hatte man Cottages mit Obergeschoss und Treppe. Das kannte man gar nicht. Das gab dem Dorf auch etwas Modernes. Dieses Modelldorf steht für eine landwirtschaftliche und soziale Utopie, die die Anpflanzung des Waldes begleiten soll. Die Bauernhäuser werden wie im Englischen Cottages genannt. Im Tausch gegen 75 Arbeitstage pro Jahr dürfen sie die Landarbeiter nutzen. Das Kaiserpaar will die nur dünn besiedelte Region kolonisieren. Das ist die Avenue du Centenaire, früher Cour Napoléon genannt. Wir sehen hier die Kirche Saint-Eugénie mitten auf der Straße. Innen finden wir Buntglasfenster mit den Buchstaben E für Eugénie und N für Napoleon. Hinter mir sieht man das Sternfenster. Jeder Strahl ist mit einem Anbauprodukt aus Solferino geschmückt. Es gibt einen Maiskolben, eine Roggenähre, eine Sonnenblume und natürlich einen Kiefernzapfen für den Wald. Das Experiment des Modelldorfs Solferino endet abrupt mit dem Sturz des Zweiten Kaiserreichs im Jahr 1870. Doch der gigantische Wald wächst unaufhaltsam weiter. Das Dorf La Bouère, das von einer Straße und der Eisenbahn aus Napoleons Zeiten zerschnitten wird, zeigt heute, dass eine ganze Region geopfert wurde. Hier bemüht man sich um eine andere Darstellung als die vom glorreichen Siegeszug der Seekiefer. Hier sieht man die Harzer im Kiefernwald. Es gab praktisch keine Schäfer mehr, weil sie sich im Wald nicht mehr bewegen konnten. Sie konnten ihre Herden nicht mehr beaufsichtigen. Oft ließen sie sich von den Grundbesitzern einstellen. Sie sind Harzer geworden, um nicht arbeitslos zu sein. Sie hatten keine Wahl. Diese Fotografien stammen von Félix Arnaudin. Der einheimische Bürgersohn wehrte sich gegen diese Transformation der Region seiner Kindheit. Über 50 Jahre lang dokumentiert er die Traditionen und Landschaften, die vor seinen Augen verschwinden. Ohne ihn wüsste man nichts über die Landes von früher. Über diesen weiten Horizont, wie er es nannte. Er wollte das alles retten. Vor 1875 gab es im Gebiet der Grande Lande vor allem Schäfer auf Stelzen und 1 Million Tiere. Als das Sanierungsgesetz von Napoleon III. Erlassen wurde, war das ein Schock. Es hat die Leute völlig überrumpelt. Sehr viele Schäfer haben sich das Leben genommen, weil sie enteignet wurden. Sie hatten vorher ein Weiderecht für alle Gemeinden. Und die Schäfer, die die ersten Wälder aus Protest angezündet haben, wurden zum Tode verurteilt. Die damaligen Umwälzungen sind auch der Grund für die streitbare politische Kultur der Landes und die künftigen Gewerkschaftskämpfe. Félix Arnaudin ist einer der Ersten, der sie verteidigt. Für ihn gab es vorher ein freies, beschauliches Leben, das einem Zwang zum Profit, zum Geldverdienen um jeden Preis weichen musste. So hat er das interpretiert und er war ein Visionär. Er hat vorhergesagt, dass es große Waldbrände geben und Stürme den Wald verwüsten würden. Er war strikt gegen diese schnurgerade nebeneinander gepflanzten Kiefern. Er fand, sie würden die Sicht versperren und das Denken vernebeln. Mein Urgroßonkel war schon ein schräger Vogel. Wieso hat ausgerechnet er, ein Mann aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, sich gesagt, nein, ich will nicht, dass das hier verschwindet. Ich will das fotografieren und die Lande so verewigen. Die Leute nannten ihn in der einheimischen Mundart Lou Peck,
Das bedeutet so viel wie Spinner. Lupex, ça veut dire le fou. Um 1900 herum bedecken die Kiefern eine Fläche von 1 Million Hektar. Die Papierfabriken florieren und Frankreich braucht Holz für seine industrielle Revolution. Der größte Schatz der Kiefer aber ist ihr Harz. Tausende Familien leben von seiner Gewinnung für die Chemieindustrie. Aus dem Saft der Kiefernrinde lässt sich außerdem Terpentin gewinnen, ein Fleck- und Lösungsmittel, das in vielen Farben enthalten ist. Mein Vater war Harzer und mein Großvater auch. Das war die einzige Arbeit, die es hier im Wald gab. Es haben Tausende und Abertausende Leute hier im Wald gearbeitet. Körperlich war das ein sehr anstrengender Beruf. Denn man musste jeden Tag mindestens 15 Kilometer zurücklegen und das bei jedem Wetter. Und man konnte bei Hitze nicht in den Schatten gehen oder sich unterstellen, wenn es geregnet hat. Die schlecht durchdachte industrielle Anpflanzung im 19. Jahrhundert hat zur Folge, dass die einträglichen Kiefern besonders anfällig für Naturkatastrophen sind. 1949 zerstört ein Jahrhundertfeuer einen Großteil des Waldes und fordert 82 Menschenleben. Auch Stürme, wie hier im Jahr 1999, gefährden einen ganzen Wirtschaftszweig. Die industrielle Nutzung des größten künstlich angelegten Waldes in Europa muss dringend überdacht werden. Bei Luchat, südlich von Bordeaux, entsteht ein neuer Waldabschnitt. Statt Monokultur findet man hier Eichen und andere Laubbäume und Büsche, die in trauter Eintracht mit der königlichen Kiefer wachsen. Hier haben wir die Kiefer Nummer 228. Ich habe auf allen Bäumen dieser Parzelle so eine Metallplakette mit einer Nummer angebracht. Diese Kiefer ist oben ein bisschen krumm, aber es ist trotzdem ein schöner Baum. Ich präge mir die Persönlichkeit vieler meiner Bäume ein und lebe quasi mit ihnen. In diesem Teil des Waldes wird eine uneinheitliche, weniger industrielle Waldbepflanzung praktiziert. Dabei entsteht Holz von besserer Qualität und langfristig soll die natürliche Regeneration der Arten gefördert werden. Für mich hat absoluten Vorrang, die natürlichen Abläufe des Waldes zu respektieren. Es sollten möglichst viele Lebensräume für eine maximale Vielfalt an Tieren erhalten bleiben. Das Gleiche gilt für die Pflanzenwelt. Wir sollten dafür sorgen, dass sich das dynamische, natürliche Milieu des Waldes selbst entwickeln kann. Wenn man es in Ruhe lässt, ist das Ergebnis spektakulär. Oft ändert es sich innerhalb von 5 bis 10 Jahren radikal zum Positiven. 150 Jahre nach der erzwungenen Aufforstung durch den Zentralstaat nimmt die Region endlich wieder selbst das Ruder der Geschichte und der Entwicklung ihres Waldes in die Hand.